Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Haut Belleron und Experimentelle, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir haben heute ein bisschen was vor. Und ja, was heißt was? Ein bisschen was vor. Jetzt, wenn ihr die Folge rauskommt, dann ist schon der 31. also quasi Ostersonntag schon vorbei. Aber ihr Lieben, wir machen einfach heute ein bisschen was Gemütliches, dass wir heute ein bisschen einmal Mist abfahren und dann nochmal ein bisschen Gülle abfahren. Das heißt Gülle, ja, den letzten im Kuhstall, denn da hat sich nämlich auch wieder was getan. Ich habe ja gesagt, dass ich meine zwei Kühe ja verkauft habe und dann kam unseren ja, Händler. Also die ganze Geschichte hat sich eigentlich so ausgetragen. Ein französischer Bauer hatte seinen Hof aufgeben müssen bei der Inflation so rum. Und er hatte noch zwei Kälbchen, oder besser gesagt vier Kälbchen gehabt. Und das vierte, wo ist es? Und ja, die hatte ich dann gesagt, ja, die nehme ich, weil der Händler dann auf mich zukam. Und weil wir halt noch hier ein bisschen Gülle drin hatten, da habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Ich nehme die zwei, ja, Quälzer, wissen wir doch. Nehme ich die zu uns und werde es dann quasi aufziehen und dann haben wir quasi schon auch, hoffen wir mal, dass die in den ersten Kuhstall reingehen können. Ne? Also, ja, Tiere retten statt Tiere schlachten, das war schon immer so ein Fall für mich und ja, schade um die Milchvieh. Ja, wir sind auch hier gerade dabei, das Lager hier leer zu machen. Ja, 430.000 mit einer 3000er, 500er Schaufel. Da ist man schon sehr, sehr, sehr lange unterwegs und da habe ich mir gedacht, ja, machen wir mal ein paar Runden, dann kann ich nämlich auch euch noch ein bisschen ein paar Neuigkeiten, besagt ein, zwar ein paar Gedanken mit euch austauschen oder möchte ich mit euch austauschen, um später dann, ja, ein paar Meinungen, die ihr dazu meint, gerne mal anzuhören oder besser gesagt, schreibt es mir gerne mal unter die Kommentare, denn, ja. Das wird schon einiges abverlangen, was ich vorhab. Naja, alter gut, dann werde mal erstmal hier den großen anstöpseln. Dann normalerweise würde ich jetzt auch mein MAN holen und mit dem größten Track dann da rumfahren. Aber hoppala. Ja, fängt schon gut an hier. Da fängt er schön gut an. So ein Misch darum zu fahren. Ja, weil wir werden ein wenig der auch. Ja, was heißt ein wenig? Ich habe ja schon gesagt, dass ich den Hof ein bisschen umgestalten will, aber gerade wenn es um Tierrettung geht, kann man sich dann schon ein bisschen eine goldene Nase verdienen. So machen wir heute Morgen noch, für Bauer geholfen haben, ein paar Felder zu grubbern. Und, ja, deswegen. So, ja, also wie gesagt, die Aufnahme, die wird jetzt auch erstmal etwas länger gehen. Also schauen wir mal, wie weit wir denn da kommen. Und dann kann ich euch definitiv jetzt schon mal ein bisschen paar Gedanken äußern. Und zwar, ich habe hier immer noch den, ich weiß gar nicht, wann der erste Werkstatt-Trigger rauskam, aber ich suche noch so einen schönen mit einer Halle in Unterstand, weil der Platz, wo der erste Werkstatt-Trigger jetzt drauf ist, der verschwindet auch. Also er wird nicht an der Stelle bleiben, sondern da wird auch eine, ja, so eine kleine Halle für so einen kleinen Bauern halt. Das wäre halt schon nicht schlecht. Also da könnt ihr mir gerne mal links drunter schreiben, welche ihr meint, welche gut sind.
Weil den einen, der zahlt am, ich glaube, Monatsende fast 6000 Euro für jede Reparatur an den ganzen Fahrzeugen. Und da habe ich mir gedacht, ja, das sollte man doch wirtschaftlich doch schon ein bisschen anders da gestalten. Oh. Ja. Das zweite, was ist, und zwar war ja in der Facebook-Gruppe die Sache mit dem manuellen Abkoppeln an, also mit dem Güllepack, Gülleverschleuderung, das dann funktioniert hat. Da hat sich Mod, also scheinbar Mod überschnitten. Also wie gesagt, wenn er da Probleme hat, könnt ihr mir auch gerne auf meine Facebook-Seite schreiben oder ein paar Mods, wo es sagt, hey, das könnte klappen. Also ne, qual. Ja, es geht in die Richtung Mod-Vorstellung, aber ich möchte halt ein bisschen mal gucken, was halt was so noch zu meinem Hof passt. Der zweite Punkt ist, dass wir die Höfe, also wie gesagt, die Höfe werden wir abreißen. Abreißen in dem Fall, weil wenn ich mit Mais, ich arbeite ja mit Mais Plus und ich würde gerne halt die Höfe Standard mal versuchen selbst zu ändern, um quasi auch sagen zu können, dass ich das auch weiß. Also sich ein bisschen mit der Programmierung dazu zu beschäftigen. Hat nämlich mit dem großen Milchviehbetrieb auf Feld 28 zu tun. Da ich ja, ich glaube, das war nicht vom, war das von Papa Björn oder war das von jemand anders, den ich da mal zugeguckt hatte, weil wir müssen eine Futtermischplatzierung herstellen. Ja, blöder Name, wie ich es eigentlich finde, aber ich habe halt mal geguckt, ob es von Mais Plus eine Futtermischanlage gibt, also wo du quasi vorerst alles rein schmeißen kannst. Also quasi die Futtermisch, die Produktionsstätte benutzen kannst. Was vorab alles schon einprogrammiert. So wie beim LS19 damals, ja, bei Felsbrunn, wo wir die Kühe hatten. Du hast drei Bereiche gehabt, da hast du dein Stroh, dein Heu und deine Silage reingeschmissen und so kam dann quasi dein Mischfutter raus. Heutzutage geht ja quasi das alles mit dem Standardhänger, also ich sag ja hier hinten. Und zwar ist es der bei der Tierhaltung, wo wir den haben hier, PF 24 Plus, ne? Das ist ja auch okay. Aber gerade für so Massen, ja, ist halt das Problem, ich möchte halt schon alles benutzen. Deswegen ist es auch so, wie gestaltet man so eine Platzierung? Deswegen werde ich mir auch nochmal das Kornhub-Video angucken, wo Mais Plus ja quasi vorgestellt wurde. Und das Ganze dann entsprechend aufarbeiten. Ne? Also, wenn man dazu nochmal Gedanken macht. Das war so der eine Punkt. Also. So, da fahren wir das nämlich auch mal weg. Wir müssen nebenbei noch ein bisschen, also die den Mist fahren wir zu der Produktionsstätte, wo ich meinen eigenen Dünger herstelle. Weil unser Düngermittel ist nämlich auch leer. Also wie gesagt, ihr wisst ja, ich mache aus vielen eigenen Produktionen, Weiterverarbeitung, einfach um die Kosten gering zu halten. Klar könnte ich jetzt irgendwie einen platzierbaren Mod noch drauf machen für Verkauf, Verkauf, Verkauf. Das bringt aber nichts. Und das möchte ich auch nicht. Na gut, aber das ist halt so. So der Gedanke nochmal auf das Thema mit der platzierbaren Futtermischherstellung. Das hört sich jetzt fast so wie so eine Fahrstraße an, von jedem Produktion oder von jedem Produkt, was Mais Plus da rausgeholt hat oder rausgebracht hat, ist halt ja wirklich so die Kleinigkeit, ne, was wir da halt so machen. Und ich habe ja noch den Mod drauf.
für, ich weiß gar nicht, 26.000 kann der Ladewagen schlucken für die Futtermischherstellung. Das heißt, für gewisse Produkte, um einfach die Effizienz zu steigern für die Mischproduktion, kann ich halt die Schaufel begrenzen. Geht auch über den Radlader. Und ja, das ist halt so der Grundgedanke dahinter. Also wie so eine kleine Fahrstraße. Ob das dann halt was wird, ob das da was draus wird, keine Ahnung. Aber auch gerne da bin ich offen für Vorschläge, wenn es einen Mod gibt für eine Füttermischherstellung. Also wie gesagt, sämtliche Produkte von Mais Plus oder den Mod vom LS19, den zu umzuprogrammieren oder umzugestalten für ein für Mais Plus Futtermisch Station, also von der Herstellung quasi. Preis, ja, von mir aus im Monat, Produktionskosten, weiß ich, 2600 oder so. Je nachdem, wie es halt ist, aber naja, ihr kennt es halt. Ich liebe Details, ich liebe. Es ist wie so ein kleines Backrezept, wie ich es so schön nenne, aber. Ich weiß zwar nicht, wie ich da drauf komme, aber so ist es halt. Ja, also wie gesagt, es wird einiges sich hier ändern. Ja, auch im Hof bin ich immer noch ein paar Gedanken machen. Deswegen, ich habe jetzt auch, boah, weiß gar nicht, 10 Folgen LS mal geplant. Grob gesagt, was für eine Richtung wir gehen, das wird nix. Eck ich an. Seht euch mal. Ah, ja, ich eck an. An einem Misthaufen. Aha. Genau. Da muss man halt mal gucken, wie wir das quasi machen. So, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal den kleinen cutten, weil, wie gesagt, es wird ja mehrere Punkte am Stück und dann schauen wir mal, was gleich als nächstes noch ansteht. Also dranbleiben und dann bis gleich. So, ja, ich habe gerade nochmal eine Ladung Mist weggefahren. Allerdings werden wir jetzt auch den Hänger hier mal verkaufen. Wir werden nämlich jetzt den MAN holen. Wie gesagt, den habe ich ja hinten an unserem Hauptsilo. Und dann wird quasi damit jetzt erstmal nochmal eine 50.000er, doch, der hat ja fast 50.000 Liter Ladevolumen. Und den werden wir dann quasi dazu nehmen, ein bisschen höhere Ladung. Für die Produktion reinzufahren. So, genau. Koppeln wir mal ab. Danke für deine treue Dienste, mein lieber Anhänger. Wahrscheinlich mal gut. So. Gut, dann fahren wir dann zurück zum Hof. Dann sehen wir uns gleich wieder mit. Oh, 21.000 immerhin. Mit dem MAN. So. Da ist er, der Gute. Achso. Achso, ich muss die Kupplung bestätigen. Ah. Da war ja was. Ich und Kuppeln, ey. So, wir kriegen das Lager noch ein bisschen. Mal leer. So, genau. Dann haben wir noch ein anderes Thema. Ihr habt es ja vielleicht bestimmt schon live so mitbekommen. Und zwar war der Punkt, meine Felder mit Bodenproben und der Station wollen wir ja noch erhöhen. Also quasi einen besseren Ertrag reinbekommen. Klar, ich spiele mit 10% Ernteschaden. Kommt da nur drauf an, wie das Wetter ist. Vor allem, wie das Jahr ist. Dieses ist schon mein siebt, also das ist jetzt das 27. Jahr.
Und wir wollen ja das mit dem Seed and Spray. Ich will es nicht mit dem John Deere machen. Schöne Sache, aber wie gesagt, wenn man. Da hat sich jemand die Mühe gemacht. Danke nochmal an der Stelle an meinen Moderator, den Sus. Der hat mir da eine schöne Erklärung gegeben. Und den werden wir auch dementsprechend dann auch mal nutzen. So, jetzt probieren wir gerade mal hier dieses Aufladen. Geht es? Oder geht's nicht? Oh ja. Das dauert aber eine ganz schöne Weile. Aber immerhin. Wir haben einmal so und einmal so. Ach, das ist ja super. Fast 60.000. Fast 60.000. Also das nenne ich doch mal Effizienz. Vielleicht hätten wir es ja noch anders da, auf das Aufladen vielleicht anders da hin platzieren sollen. Das wäre nämlich auch noch eine gute Idee gewesen. Das wäre nämlich auch noch eine gute Idee gewesen. Naja. Na gut, immerhin, wie gesagt, dann kriegt man auf jeden Fall die Produktion voll, weil den Dünger, die Gülle, die müssen wir unbedingt abfahren. Aber ich glaube, weil das Problem ist, ich habe es bei dem Kuhstall schon offline probiert. Das heißt offline, oh, wo keine Tiere drin sind. Und das hat nicht so gut gepasst, wie auch immer, ich weiß es nicht. Da konnte ich das nämlich nicht machen. Hoppala. Foto abgesoffen, Hashtag den einen. Man kann in die Produktion reingucken. Und zwar sind wir hier gerade dran. Pausieren wir gerade mal. Dann können wir nämlich den nächsten wieder machen. Wie gesagt, also das Seed and Spray, da gibt es ja dieses schöne Kom-Kom-Botapack. Also nicht die Traktoren, sondern auch die Anbauteile dafür. Und da gucken wir mal, was wir da auch nochmal zusammenzustellen. Also das ist halt so, weil ich mich mit mehreren anderen, also Equipments, aber auch anderen Marken beschäftigen will. Weil ihr wisst, ich klar, ich fahre gerne Glas, ich bin auch Glasfan. Ja, aber da, in dem Fall, sollte das ja auch so mal sein. So, dann sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, das war ein bisschen informativ für euch. Und ja, lasst mir da auch gerne einen Daumen da und wenn ihr möchtet. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Livestream wieder. In dem Fall, habt viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Bartalo. Ciao, ciao.